Once again back ist die Incredible Jay Jiggy am Start. Freunde, ich hatte gerade eben schon mal die komplette Analyse gemacht. First Reaction, komplett fertig, wollte gerade das Video bearbeiten und habe dann gemerkt, dass mein nettes, liebes Ansteckmikrofon, sagen wir mal, den Löffel abgegeben hat, ja. Es hat nicht funktioniert, ich habe mich angehört wie ein Roboter, teilweise mit Ausschlägen, es hat ekelhaft gekraspelt, tralala, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss es nochmal machen. Ist jetzt so, ich will ehrlich zu euch sein, ist keine First Reaction, leider jetzt, ich reagiere viel lieber auf was Neues und mache das hier jetzt nicht so nochmal, wenn ich es schon kenne. Aber scheiß drauf, Leute, uns hält nichts auf wie eine schwere Betontür. Als wären wir eine schwere Betontür. Ey. Ja, Mann, wir machen jetzt heute die Analyse zu keinem geringeren als Neo Unleashed. Sein neuer Song Traumatisiert ist rausgekommen. Neo war ja bei mir immer so, naja, ich habe ihn nicht gehatet oder so, auch gerade nicht musikalisch oder so. Ich habe nur seine Reime und den Hype, den er bekommen hat, ja, doch sehr in Frage gestellt, so was er da, was er im JBB 2015 war. Und jetzt hat er danach, nach dem JBB, aktiv rausgehauen. Sein vorletzter Song war Du bist in meiner Schussbahn. Und allein das geht mir kaum noch aus dem Kopf. Du bist in meiner Schussbahn. Das ist genau die gleiche geile Betonung, wie er auch bei der Twizy-Lieber-Runde hatte. Twizy regelt. Diese Stereo-Doubles mit seiner gewaltigen Stimme, wo du so denkst, so, boah, Alter, die Russen kommen! Ja, und er ist auf jeden Fall echt gewaltig gut. Und er weiß auf jeden Fall krass, wie er seine Stimme einsetzt, so. Ich habe auf jeden Fall länger gebraucht, bis ich meine Stimme so gefunden habe. Auf jeden Fall Props dafür, Digga. Neo, Grüße an dich. Mann, auf jeden Fall richtig geil. Jetzt kommt Traumatisiert, sein neues Album. Seine Box kommt am 26.10. Link für die ganzen Vorbestelllustigen und Motivierten unten in der Beschreibung. Yes, yo. Wir legen los. Neo Unleashed, Traumatisiert. Let's do it. Allein der Beat zieht mir schon komplett die Socken aus, halt wirklich, ne? Also das ist auch so, gerade also sowohl in seiner Stimme hat Neo so einen überkrassen Wiedererkennungswert, als auch bei seinen Beats mittlerweile so. Also, vielleicht scheiße ich jetzt komplett rein, aber ich müsste wirklich ein Pferd in die Fresse treten, wenn das hier kein Neo-Beat ist, der hier gerade läuft. Also meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall ein Neo-Beat und er hat halt auch immer nicht die gleichen Sounds, aber er hat so dieses gleiche Klangbild, auch in den Beats, was wieder zu finden ist. Und das ist auf jeden Fall was man feiern kann, so. Dieses Individuelle mag ich einfach sehr, ja. Falls ihr euch fragt, warum ich die Mütze heute so anders aufhab, ja, das liegt daran, dass ich einen mega fetten Pickel auf der Stirn habe, der fast noch größer ist als der Hype auf Traumatisiert. deswegen habe ich die Kappe gerade so komisch auf. So. Wer scheniert sich dann? Nee, ich scheniere mich gar nicht, aber es ist einfach, ich habe einfach, ja, keinen Bock die ganze Zeit mein Pickel. So, ihr habt ja den ganzen anderen Analysen schon gesehen, ja. Ja, mit Pickel hatte ich nie Probleme, außer als ich ein kleiner Junge war. Aber dieser Pickel, den ich damals hatte, der ist mittlerweile ein riesengroßer, mächtiger Schwanz geworden. Okay, Freunde, lange Rede, kurzer Sinn. Yeah. Capri, Sonne! Capri, Sonne! Vespa, Vespa! Meine Quali, erste Sonne. Ich habe dafür geblutet in den letzten Jahren. Doch bald ist die Königskette das Einzige, was ich noch auf dem Herzen habe und... Meine Quali, erste Sahne. Da dabba, da dabba, da dabba in den letzten Jahren. Jetzt ist die Königskette dabba, das Einzige, was ich noch auf dem Herzen habe.
seine Stimme auch da wieder, wie er immer reinkommt. Also ich meine, ich will jetzt nicht komplett seinen Schwanz deepthroaten so, aber das muss man ihm einfach anerkennen. Oder muss man auch einfach Props verteilen. Seine Stimme ist eine Macht. Seine Stimme ist sein Instrument so. Ja, das ist einfach, es ist sehr krass. Nochmal ein Fan, ob ich seiner Freundin... Frag mich nochmal ein Fan, ob ich seiner Freundin eine Voice schick. Komm ich mit Machete aus dem Haus, so wie Moist Kid. Ich hole mir den... Dieses Adlib danach auch. Komm ich mit Machete aus dem Haus, so wie Moist Kid. Das ist auch, das habe ich ja bei mir gefeiert, auch als ich mich selber immer mal, immer wieder so sehr zurückhaltend lobe. Dann lobe ich bei mir auch immer diese Gimmicks so. Dieses Schmücken der Parts und so. Und diese Adlibs schmücken einfach ein Part. Und es ist nur ein kleines... Aber mir als Rap-Liebhaber und als jemand, der darauf achtet, geht bei sowas wirklich einer ab. Und davor, wenn mir noch jemand sagt, oder wenn noch jemand will, dass ich seiner Freundin... Wenn mir noch einer sagt, ich soll... wenn noch einer will, dass ich seiner Freundin eine Voice schick, dann komme ich mit Machete aus dem Haus, so wie Moist Kid. Auch übrigens sehr lustig so. Moist Kid tritt auch immer öfter hier auf die ganzen Bildflächen und man sieht ihn immer öfter, man hört ihn immer öfter. Digga, Grüße auch an dich. Ich weiß, dass du manchmal meine Analysen guckst. Da gibt's auf jeden Fall mal ein Zungenschnalzer auf dein Arschloch, mi friendo. Ja. Dass er mir zusteht, denn ich bin einer der wenigen, der diese Mucke endlich wieder belebt. Komm im Vierer-Coupé, verteile an kommerzielle Musiker ein paar Kugeln, dazu echt der Viva-Komet. Ist auch eine ziemlich geile Zeile und das ist auch so eine Zeile, da frage ich mich immer, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Die ist so naheliegend wie Ehepaare und ist aber wirklich gut. Ist wirklich gut. Ich dachte erst so, dass die Zeile nicht ganz trifft, weil der Viva-Komet... Er sagt, ich verteile an kommerzielle Künstler Kugeln, als wäre ich der Viva-Komet. Dann dachte ich, aber der Viva-Komet ist doch die runde Kugel. Er kann sich ja nicht selbst verteilen. Aber dann ist mir klar geworden, dass halt der Viva-Komet die Veranstaltung ist, die über dem Ganzen steht. So. Ja, Mann. Ist auf jeden Fall eine sehr geile Zeile. Unterwegs, es geht so lange weiter, bis wir gewinnen. Hier werden keine Waffen niedergelegt. Sag was für Rivalität, mach keine Welle. Dicker, gibt es irgendetwas zu ringen? Da kommt ein Shisha-Kaffee. Viva Komet, niedergelegt. Wie er den Reim durchzieht, feiere ich auch richtig hier. Nach Vierer Coupé. Viva Komet, hier werden keine Waffen niedergelegt. Meine Leute sind unterwegs, es geht so lange weiter, bis wir gewinnen, hier werden keine Waffen niedergelegt. Was für Rivalität, mach keine... Was für Rivalität. Auch dieser Zwischenreim, dieser Binnenreim, wie Hyploplup jetzt sagen würde. Ja, Hyploplup, grüße mein Haifisch, mein süßer Kleiner. Hä? Ich hab dir übrigens auch, ich bring bald Merch raus und da steht drauf, once again back is the incredible und für dich... Hyploplup, habe ich ein Shirt, wo drauf steht, once again, back is the incompetence. War nur Spaß. Ich küsse dich, mein Freund. Dicker, gibt es irgendetwas zu ringeln, da kommt ein Shisha-Kaffee. Und der Arsch deiner Freundin, der trägt meinen Handabdruck. Sie sagt, ich bin ein Vagabund, der nach dem Samagus begehe ich Fahrerflucht. Und der Arsch deiner Freundin, der trägt ab heute meinen Handabdruck. Sie sagt, ich bin ein Vagabund, das verstehe ich. Er hat es mir erklärt, das habe ich in der ersten Aufnahme, ne? In der ersten Aufnahme habe ich diese Zeile nicht verstanden. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich so tue, als mache ich jetzt wieder eine Voicemail, weil ich, neue Aufnahme. Aber ich zeige euch einfach die Voicemail, die ich ihm gemacht habe, weil ich diese Zeile halt nicht verstanden habe, so akustisch, ja? Das verstehe ich akustisch irgendwie. Das wäre echt cool, wenn du mir das kurz sagen könntest. Vielleicht hörst du die Voicemail ja jetzt gerade ab, Digga. Also, hodido. Und da Neo ja genauso ein Ehrenmann ist wie Twizzy, hat er mir eine Voicemail zurückgemacht. Und die ging so. Was geht, Jiggy, du altes Siffmaul? Freut mich erstmal, dass dir der Track gefällt. Ein Vagabund. Das ist sowas wie ein Landstreicher. Da gibt es auf jeden Fall auch einen Film zu. Und Bowser hat vor kurzem einen Song veröffentlicht. Der ist auf jeden Fall selbsterklärend, hör dir den mal an. Und dann weiß man auf jeden Fall Bescheid. Und
bestellt das Album vor, Alter. Abonniert den guten Jiggy, ihr wisst Bescheid. Grüße an die Community von dem alten Siffmaul. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall, Leute. Yo, und von mir, Twizzy, du bist auch ein Siffmaul. Und jetzt ab mit dir, du Siffmaul. Ja, Mann, verpiss dich, du Siffmaul. Pau, pau! Siffmaule, ihr verdammten Siffmaule. Ja, war ja klar, dass Twizzy wieder am Start ist. Der lungert ja überall rum, der alte Siedler. Ja, cool, Digga. Danke für die Erklärung der Line. Bla, 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 bla. Das waren die Voicemails. Die wollte ich euch natürlich auch zeigen. Und, bei der Zeile, sie sagt, ich bin ein Vagabund. Warte mal ganz kurz. Sie sagt, ich bin ein Vagabund, denn nach dem Samerguss begehe ich Fahrerflucht. Sie sagt, ich bin ein Vagabund, denn nach dem Samerguss begehe ich Fahrerflucht. Ist ein sehr geiler Flow, gepaart mit guten Reimen. Das Einzige, was ich da ankreiden würde oder könnte, ist, dass Samenerguss eine Zeile mehr hat als Fahrerflucht. Aber er schluckt halt die E-Silbe bei Samenerguss, was jetzt gar nicht schlimm ist. Er sagt nicht Samenerguss, sondern Samenerguss. Damit es auf Fahrerflucht sich reimt und auf Vagabund. Aber das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau so. Ist alles sehr, sehr rund. Und ich muss an Neo, muss ich auch wirklich mal sagen, also es macht vielleicht nur den Anschein oder so, aber er hat sich wirklich seit dem JBB 2015 in Sachen Reime so übertrieben verbessert, einfach so mega die Entwicklung gemacht. Und ich glaube, dass er sich das zu Herzen genommen hat, dass da, ich war ja, weiß Gott, nicht der Einzige, dem so aufgefallen ist, so von wegen, ey, der reimt da nicht so sauber oder so gut oder so, ja. Deswegen auf jeden Fall Props dafür, die Reime stimmen komplett. Sie sagt, ich bin ein Vagabund, denn nach dem Samerguss begehe ich Fahrerflucht. Nach meinem Album wird es Zeit für die Preisvergabe. Babe, ruf mich nicht an, ich chill in der Thai-Massage. Das ist auch geil. Nach meinem Album wird es Zeit für die Preisvergabe. Babe, ruf mich nicht an, ich chill in der Thai-Massage. Das finde ich geil, weil er Zeit für die Preisvergabe, Thai-Massage, übrigens auch wieder ein geiler Reim. Auf Thai-Massage wäre übrigens auch ein mega geiler Reim, Reisplantage. Das würde auch noch mega gut im Kontext stehen, so beides Schlitzaugen, Reisplantage, Thai-Massage, wie dem auch sei. Ich finde es geil, dass er den Reim danach, das Babe, ruf mich nicht an, ich chille in der Thai-Massage, dass er das Thai-Massage den Reim so in die Mitte von der 16. Zeile packt und nicht ans Ende. Damit, da kann sich der Aufbau oder der Einstieg von der Hook noch mehr so aufbauen. Babe, ruf mich nicht an, ich chill in der Thai-Massage. Und jetzt kommt du, wumm, dann geht's in die Hook rein, wenn ihr versteht, was ich meine. Traumatisiert in der Thai-Massage. Und sie sind traumatisiert und vom Sound fasziniert. Ich zieh den Stift und den Granaten auf das Papier. Mein Und sie sind traumatisiert, von dem Sound fasziniert. Und ich zieh den Stift und bring Raketen auf das Papier. Zieh den Stift, Handgranaten haben einen Stift, für die, die es nicht wissen. Ich zieh den Stift und bring Granaten auf das Papier. Geil. Das Album wird wie am Fließband verkauft. Du baust Housebeats, ich mir dank der Beats bald ein Haus. Ist auch mega geil so. Mein neues Album wird wie am Fließband verkauft. Du baust House Beats und ich mir dank der Beats bald ein Haus. Ich mag diese Zeilen, wo man einfach so Wörter umdreht und sie dann so einen ganz neuen Sinn ergeben. Und in dem Fall ist es auch echt geil so. Dicker, komm mir nicht mit gratis Paket. Auf meinem Heli steht nicht ADAC, sondern ACAB. Trap Flow Einstieg, erst kommt geklimpert, der typische Trap Flow Einstieg. Baby, Dicker, komm mir nicht mit gratis Paket. Auf meinem Heli steht nicht ADAC, sondern ACAB. Und ACAB heißt für die, die es nicht wissen, 8 Cola, 8 Bier. Nee, Spaß, das heißt All Colors are Beautiful. Wie ein Depp. Nee, jetzt mal Real Rap so. ACAB, ich meine, die meisten wissen es schon, heißt All Cops are Bastards, Motherfuckers. Observiert, Promisten. Nicht ADAC, sondern ACAB. Ich werde observiert, Promist. Mein Handy Steinzeit wie die Flintstones. 1312 ist der PIN-Code. Ich werde observiert, deshalb ist mein Handy Steinzeit wie die Flintstones. 1312 ist der PIN-Code. Ist auch echt geil. Ist richtig geil, weil 1312 ist halt die 1 steht für das A. Das, ich meine, vielleicht wissen es. Ich mache es immer nur für die Leute, die es halt nicht checken. Ja? A, C, der dritte Buchstabe im Alphabet ist C. Dann kommt wieder die 1 für das A und dann kommt die 2 für das B. Also wieder A, C, A, B, 8 Cola, 8 Bier.
Ich könnte auch alles hin. 2 ist der PIN-Code. Und ja, ich könnte auch alles hinwerfen. Doch wer findet sich schon gerne mit dem Leben ab, in dem man sich nichts leisten kann? Doch wer findet sich schon gerne ab in dem Leben, in dem man sich nichts leisten kann? Ich hab's nicht so gut rübergebracht wie er. Ich muss aber auch sagen, dass mir bei Neo das Langsamere in dem Sinne besser gefällt als das Double-Time-Geschredder. Also es ist so, ich rap auch kein Double-Time, weil viele kennen es von mir. Ich hab einfach unglaublich dicke Fettbacken. Und bei mir sammelt sich halt der ganze Rotz hier und ich bring keinen sauberen Double-Time raus. Zumindest nicht immer. Ich gebe dir Kicke in deine verpickelte Fresse, du kleiner verdorbener Penner. Ich bin dir einfach besser und nachdem ich deine Schwester dagegen jegliche Wände hau bin. Ja, war gut, ja, war gut. Nee, auf jeden Fall finde ich, tiefe Stimmen harmonieren mehr mit so, langsameren Flows. Einfach so runderen Flows. Das sagt mir mehr zu. Das finde ich auch bei Neo geiler, aber ist keine Kritik. Also sein Double Time ist jetzt nicht das Beste so, aber es ist auf jeden Fall sehr stark. Mit dem Leben ab, in dem man sich nichts leisten kann. Ich hab in der Vergangenheit vergessen, wie unbeschwert die Tage verlaufen, wenn du einen Haufen Scheine machst. Heute geht es nach oben und bald sind da andere Dinge, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Und zwar, wie fühlt sich eine Münze an? Das ist auch geil. Bald sind da andere Dinge, an die ich mich nicht mal mehr erinnern kann. Dann kommt diese Pause. Wie zum Beispiel fühlt sich eine Münze an? Oder zum Beispiel, wie fühlt sich eine Münze an? Irgendwie so sagt er das. Es ist sehr abgehoben. Erinnert mich vom Style, nicht vom Style, um Gottes Willen, aber so von der Arroganz. Ein bisschen an Gary Washington so. Gary, ich bin ein echt krasser Motherfucker. Und du bist leider nur ein echt schlaffer Klassenkasper. Und was mir sehr gut gefällt an dieser Stelle, ist diese ästhetische Pause. Pausen sind wirklich ein gutes Mittel, um einen Track manchmal gut zu beschmücken und zu gestalten. Also es ist gut für die Hörästhetik so. Und ich muss ehrlich sein, das habe ich nicht gelernt oder so, aber darauf aufmerksam hat mich gemacht kein geringerer als Flair. Ich halte wirklich nicht viel von Flair so, also gerade im Menschlichen. Ja. Musikalisch ist ja überhaupt nicht mein Ding so, aber Flair hat wirklich irgendwann mal gesagt in einem Interview, wo ich es gesehen habe, dass Pausen unglaublich gut für die Hörästhetik sind und so. Und ich habe ein bisschen drauf geachtet und es ist wirklich so. Und was heißt es wirklich so? Nach meiner Meinung ist es so. Ich finde Pausen hören sich gut an, teilweise. Nicht zu viele Pausen. Also wenn es dann in die Trap-Richtung geht, wo man nur noch Pausen macht und dann jeden Satz dann einfach wiederholt. Dann wird es scheiße so. Aber in dem Fall ist es echt gut. Und langsam wird eine Münze an. Und langsam wird mir klar, warum du auf Distanz bleibst. Schon lustig, dass dein Album plötzlich Angst heißt. Damals wurde ich... Schöner Lance Butters Fist an dieser Stelle, ey. Und langsam wird mir klar, warum du auf Distanz bleibst. Schon witzig, dass dein neues Album Angst heißt. Ja, Lance Butters und Neo, ja. Ganz ehrlich, ich weiß eigentlich gar nicht so, was da vorgefallen ist oder wie das Ding zustande kam oder was da passiert ist so. Anhand meines Wissens ist das einfach nur so entstanden, weil Neo, nachdem er im JBB 2015 mit einer Maske aufgetreten ist, Leute gesagt haben, ey, du bist wie Lance Butters. Und da hat sich Neo vielleicht angepisst gefühlt und seitdem schießt er gegen Lance Butters. Ich meine, vielleicht ist es einfach naiv und ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. So. Ihr könnt mich gerne aufklären darüber so. Aber da habe ich auch letztens bei dem Du bist in meiner Schussbahn gesagt, also ich kenne Lance Butters gar nicht groß. So. Für mich, wenn Lance Butters jetzt irgendwie, für mich ist Neo viel präsenter. Wenn man die beiden vergleichen möchte, ist für mich Neo viel präsenter und viel größer auch so. Also ich habe jetzt auch gesehen, Lance Butters hat 2 neue Songs rausgehauen, die kenne ich nicht. Also ich kann mir auch nicht mal ein Urteil über ihn bilden, so wie gut oder wie schlecht er ist. Ich kenne es einfach nicht. Noch wegen meiner Angst heißt. Damals wurde ich noch wegen meiner großen Fresse immer dem Unterricht verwiesen. Heute siehst du, wie ich damit auch noch Hunderter verdiene. Da bei dem Einstieg in die zweite Hook hatte zum Beispiel die 16. Zeile, also in dem Fall die 32. Nicht zur Hälfte gecuttet, um den Einstieg so aufzubauen für die Hook. Finde ich ein bisschen schade, hätte die Struktur von dem Song nochmal so unterstrichen, weil er hat schon auch eine gute Struktur so. In beiden Parts, so wie ich das jetzt gerade wahrgenommen habe, macht er die ersten 8 Zeilen so ein bisschen langsamen Flow, ja, da so dieses typisch Neo-lastige und dann kommt nach 8 Zeilen immer
irgendein Geschredder so. Und das ist ja eine Struktur so, ja. Wenn das im ersten Part so ist und im zweiten Part sich widerspiegelt, dann ist es schon so eine Songstruktur auf jeden Fall. Und ich fände es geil, hätte er dann beim Ende in der 32. Zeile auch noch so die Hälfte der Zeile nur genommen, um wieder diese Hook so aufbauen zu können. Wollen, haben, sehen, wichsen, schlafen mit mir, gerne Privatmail. Und vom Sound fasziniert dich. Zieh den Stift und den Granaten auf das Papier. Mein kommendes Album wird wie am Fließband verkauft. Du baust Hausbeats, ich mir dank der Beats bald dein Haus. Übergeile Zeile, Alter. Ja komm, lassen wir doch mal die Werbung laufen, ja? Für meinen Freund Neo auf Jiggy sein Nacken läuft doch mal die Werbung hier. Also ich muss sagen, ich finde, der Song, ich hätte mir gewünscht, dass die beiden Hooks, ich hätte die zweimal laufen lassen, an beiden Stellen. Weil die Hook wiederholt sich ja nicht. Also zumindest wiederholt sich, na klar, nach dem ersten Part oder nach dem zweiten Part. Aber ich hätte mir nach dem ersten Part zweimal die Hook gewünscht und nach dem zweiten Part zweimal die Hook. Ich finde, die Hook ist so gut, dass die hätte man auf jeden Fall zweimal laufen lassen können. So. Hätte meiner Meinung nach auch das ganze Hörbild noch ein bisschen unterstützt und dem Ganzen noch so, ja, was heißt mehr gegeben? Das klingt so, als habe ich hier nichts geboten bekommen. So. Das ist völlig falsch artikuliert von mir. Aber ihr wisst, was ich meine. Hätte ich mir gewünscht. Und ich finde auch, dass es ein bisschen, ja, zu arg Werbung ist. Also ich meine, es war jetzt am Anfang so, ja, 30 Sekunden Werbung und am Ende auch nochmal 30 Sekunden. Es ist eine Minute Werbung und das Video geht insgesamt 3 Minuten 15. Also haben wir 2 Minuten 15 Song gesehen. So. Ist keine große Kritik. Ich meine, so macht man das halt, wenn man was verkaufen möchte, ist ja auch gut. Trotzdem so für den Otto-Normalverbraucher, den ich ja jetzt hier spiele, hallo, ist es meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Werbung. Oder er wird es kürzer machen müssen, aber das ist jetzt auch wieder nur so Meckern auf hohem Niveau. Just saying, meine Freunde. Und ja, Mann, ich bin durch. Neo, peace, Twizzy, peace. Hi, blub, blub, peace. Warum hi, blub, blub? Ach so, weil ich gegen ihn geschossen habe in dem Video. War natürlich nur just a joke, ne? Ja. Und meine Freunde, da würde ich sagen, ich bin raus. Wer Lust hat, kann gerne meinen Channel abonnieren. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen. Und wir sehen uns ganz bestimmt die Tage wieder. Morgen bin ich, darf ich das verraten? Ich mach's einfach. Morgen bin ich auf dem Videodreh von dem netten Herrn Kuchen. Ich glaube, AT ist auch am Start und ein paar andere. Jetzt schreiben die Leute schon wieder, ah, Chiki hat gesagt, AT ist in Kuchen seiner neuen Runde. Oh, da wird wieder spekuliert, ja? Ja? Könnt ihr gerne diskutieren, das tut dem ganzen Business ja gut. Und vielleicht drehe ich da ein bisschen morgen was und hau das dann auf YouTube so. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das interessieren würde. Und ja, Mann. Leute, mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich kann wirklich verstehen, wenn Leute Fan von Neo sind. Das ist ein mega gutes Gesamtpaket, was in allen Enden und Ecken greift und funktioniert. Gönnt ihm auf jeden Fall. Ich gönne es ihm. Freunde, jetzt aber wirklich, macht es gut. Muchos Lovos, euer Chiki. Peace.